Zum Beispiel regen wir oder wir verlangen, das ist mehr als nur anregen, wir verlangen schon lange eine sogenannte unabhängige, placebo-basierte, randomisierte Doppelblindstudie. Das heißt, wir haben vier Gruppen, zwei Ärztegruppe, zwei Probandengruppen. Weder die Ärzte noch die Probanden wissen, ob sie etwas, einen Wirkstoff spritzen oder einen Wirkstoff erhalten. Ist das verständlich so? Das heißt, erst die Studienleiter, die im Hintergrund sind, erst nachher, nach dieser Studie wird es überhaupt veröffentlicht. Du hast den Impfstoff bekommen, du nicht, du schon, und so weiter. Und dann wird ausgewertet. Eine solche Studie gibt es in den Impfungen nicht. Sondern es gibt sogenannte Placebo-Studien. Placebo wissen wir, glaube ich, alle, was es eigentlich nach einem gesunden Menschenverstand sein sollte. Eine wirkungslose Substanz. Bei diesen Impfstudien, und das ist ganz fatal, bei der HPV-Impfung, das ist die Gebärmutter-Halskrebs-Impfung, Gardasil und Cervarix, das waren vier Studien, haben zur Zulassung geführt. Drei davon waren mit solchen Placebo-Studien. Und in dem Placebo von dieser HPV war die gesamte Impfung oder zumindest der Aluminium-Hauptwirkstoff einfach jedes Mal ohne Erreger. Und in den sogenannten Durchgeimpften war die komplette Impfung. Das heißt, man hat eigentlich etwas fast Gleiches mit etwas fast Gleichem verglichen. Die Frechheit war danach noch, und unsere Behörden haben das abgekauft, dass gesagt wurde, schaut mal, die Unterschiede in den Nebenwirkungen sind fast gleich. Es gab bei beiden Gruppen etwas über 200 entsprechende Nebenwirkungen, schwerere, die erfasst wurden. Fast gleich, also es ist doch das okay. Wenn ich mit fast demselben Hammer zwei Menschen auf den Kopf schlage, dann haben beide Kopfschmerzen und eine Beule. Dann kann ich doch nicht sagen, das ist in Ordnung, haben ja beide Beule und Kopfschmerzen. Aber genau so wird leider verfahren mit diesen Placebo-Studien. Das geht nicht. Das geht nicht. Das ist nicht sauber, das ist weder ethisch noch moralisch korrekt. Die weigern sich, solche Studien zu machen. Sie wissen sicher, warum. Dann Studienleiter sind relativ frei. Das heißt, eigentlich sind sie nicht frei, nein, eigentlich haben sie den Geldgeber und die Geldgeber sind meistens die Hersteller der Impfungen selber. Und wenn eine Universität, die ja angewiesen sind auf diese Gelder für diese Studien, dann irgendwie noch kritisch wird, dann kriegen sie keine weiteren Folgeaufträge mehr, verlieren Geld und so weiter und so fort. Also hier ist der Druck, die Macht des Geldes leider sehr, sehr groß. Und dementsprechend kommen auch Studien hervor, die natürlich nicht entsprechend wirklich brauchbar sind. Und das ist ein weiteres Problem. Die Zulassungsbehörden sind vollkommen überfordert mit dieser Datenflut, die sie bekommen. Die können höchstens die Zusammenfassungen durchschauen, die machen höchstens Stichproben. Aber ja, kommen dann auch darauf zurück, auch die sind nicht wirklich unabhängig. Die nächste Frage ist natürlich, gibt es einen unabhängigen Wirkungsnachweis? Nein, den gibt es nicht. Denn Impfungen werden nicht auf Schutz überprüft, sondern nur auf Produktion von Antikörper. Aber wie schon gesagt, Antikörper ist ein sogenanntes Surrogatmarker. Man hat nichts Gescheiteres als diesen Antikörper, also misst man den. Und wenn der entsprechend höher ist, ja, okay, dann ist es ein Schutz da. Ist aber nicht so. Weil es gibt Menschen, die haben keine Antikörper, erkranken nicht. Es gibt Menschen, die haben einen Antikörpertiter, erkranken trotzdem. Bei Tetanus ist es zum Beispiel so, je höher der Antikörpertiter, desto höher die Gefahr, an Tetanus zu erkranken. Weiß man alles heute. Dann ist es eben so, man hat noch nie getestet, ob ein Geimpfter wirklich geschützt ist. Das ist auch verständlich, dann müsste man ihn ja mit diesem Krankheitserreger absichtlich infizieren. Das kommt durch keine Ethikkommission durch, ist klar. Deshalb weiß man es heute auch nicht, ob wirklich ein Schutz da ist. Wir haben die Vermutung und die Beobachtung, nein. Jetzt ganz kurz, ganz einfach auf das Immunsystem, denn es gibt noch einen weiteren Punkt. Wir haben sogenannte dendritische Zellen, das TH1, das ist ganz, ganz vereinfacht. Also die medizinische Kenntnisse haben, bitte nehmen Sie mich jetzt nicht irgendwie. Das ist wirklich sehr, sehr vereinfacht dargestellt. Wir haben das TH1, das zelluläre Immunsystem, das sind Haut und Schleimhäute. Und wenn wir hier drin sitzen, dann ist das ein Riesenaustausch von Bakterien, Viren und so weiter. Das ist ein richtig, ein, ich sage es mal so, ein Festschmaus für unser Immunsystem.
Denn es kann wieder einmal üben. Es sieht, ah, den kenne ich noch nicht, komm, den schauen wir mal an und so. Das heißt, es ist wirklich so, dass man immer wieder lernt, wenn Sie durch einen Bus gehen, der eine hustet, der andere putzt sich die Nase, der dritte macht sonst was und so. Wenn Sie da durchgehen, dann nehmen Sie diese auf. Wenn Sie in engen U-Bahn sind, das kennen wir jetzt weniger bei uns, aber wenn Sie in U-Bahn-Schächten drin sind und da stehen Sie alles so und so wie Sardinen in der Büchse, dann haben Sie einfach, dann tauschen Sie einfach aus. Das macht auch nichts. Zu 99,9% macht unser Immunsystem nämlich nichts. Zumindest merken wir nichts davon. Weil wir nur zu einem ganz, ganz kleinen Teil überhaupt krank werden. Der Rest macht das Immunsystem, wenn es gut drauf ist, selbst. Das läuft aber über diese Schleimhäute. Ganz wichtig, das ist die Schutzschild nach außen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir auch eine gute Schleimhaut haben und eine gute Haut, eine funktionierende Haut und nicht übersäuerte Haut. pH-Wert 5,5 für die Haut ist nicht normal. Das ist heute normal, das ist aber nicht normal. Die wäre eigentlich leicht, nur leicht säuerlich. Aber heute ist 5,5 normal. Auch wieder so ein komischer Wert. Nehmen wir an, es kommt ein Erreger, den kennen wir, Masern. Wir hatten Masern, dann sagt das Immunsystem, ja, die kennen wir, kein Problem, schmeißt den gleich hinten wieder raus. Wir werden nicht krank. Jetzt kommt aber ein Erreger, der ist halt unbekannt, wie jedes Jahr diese Grippenviren anscheinend, die krank machen sollen. Übrigens hat ein Kollege letztens gesagt, ich habe mir eine Grippe eingefangen. Dann habe ich gesagt, warum hast du dich nicht weggebückt? Das heißt, diese Grippenviren kommen und der Körper braucht seine Auszeit. Er wird krank. Wir brauchen dann 3-4 Tage Ruhe, Bett, ein bisschen die Frau, die auf dem Bett sitzt, dem kranken Mann das Heft vorliest und so, kennen Sie doch alles, Werbung. Das heißt, wir brauchen das. Es ist ein Üben, es ist einfach eine Auszeit. Oder kennen Sie das? Sie sind an einem Projekt dran und Sie wissen, in 3 Wochen muss das fertig sein und danach haben Sie Ferien oder so, oder zumindest können dann loslassen. Was passiert? Sie lachen, Sie kennen es. Am ersten Tag von den Ferien macht es klapp und wir liegen im Bett. Warum? Es hat aufgestaut, aber ganz wichtig ist, unsere mentalen Kräfte haben die Krankheit verhindert bis daher. Und zu diesen mentalen und emotionellen Kräften komme ich noch. Das heißt, der Körper lernt und das nächste Mal, wenn wieder dieser Virus kommt, jedes Jahr gibt es ja neue Grippeviren, dann kennt der Körper das nächste Jahr diese. Aber, und das ist das große Problem, Impfungen gehen direkt ins Blut, in den Muskel rein. Das heißt, die umgehen diese Schleimhäute. Und damit haben wir ein großes Problem von unserem Verständnis her. Weil Impfungen ohne Aluminiumzusätze funktionieren nicht. Außer die Lebendimpfungen in dem Sinn, dass die Antikörper von selbst bilden. Aber alle anderen bilden keine Antikörper. Es braucht dieses Aluminium, es braucht diese Reizung, dieser Turbo fürs Immunsystem, sonst funktionieren die nicht. Und deshalb kann man auf Aluminium heute nicht so einfach verzichten. Die Frage ist nur, wenn ich einmal krank werde an Masern, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ich nochmal an Masern erkranke. Bei den Impfungen heißt es jetzt, ja, wir müssen jetzt auch die Jugendlichen wieder auffrische Impfungen machen. Weil die Krankheiten jetzt auch bei den Jugendlichen wieder hervorkommen, die ja in der Kindheit geimpft wurden. Das hat nichts damit zu tun, dass eine Immunität erreicht wurde früher, sondern der Körper kann sich erholen und irgendwann macht er diese Krankheit, wenn er sie braucht, doch dennoch durch. Und das kann im Jugendalter sein oder im Erwachsenenalter. Das heißt, er holt seine Entwicklung nach. Und das ist das große Problem, denn diese Krankheiten können von den Kindern, wohlgemerkt nicht schulmedizinisch behandelt, also Fieber unterdrückt, sehr gut durchgemacht werden. Im Erwachsenenalter kann es Probleme geben. Deshalb, warum muss man mehrmals impfen? All 5 oder 10 Jahre Auffrischimpfungen, Zecken jedes Jahr, gut, das kommt ein bisschen darauf an, welches Land. Die einen sagen jährlich, das sind die Impfstoffhersteller direkt im Land haben. Die anderen, die nicht so direkt im Land haben, die sagen 3, 4, 5 Jahre. In der Schweiz ist es, glaube ich, sogar 10 Jahre und so weiter. Also warum muss man das? Auch das ist nicht logisch. Früher wusste man solche Sachen. Früher hat es geheißen, das Kind braucht so viel Dreck, um groß zu werden. Und wenn ich schaue, was in diesem Dreck drin ist, das sind Mikroorganismen. Also wir brauchen diese Stärke. Und das wusste man früher. Oder man hat beim ersten Kind reagiert man, wenn es Sand in den Mund nimmt,
sagt man, ich muss zum Arzt Magen auspumpen. Beim zweiten Kind sagt man, jetzt spülen wir das Wasser aus, den Mund aus und ist der Sand wieder draußen. Und beim dritten Mal fragt man sich, ob das Kind überhaupt noch Mittagessen braucht. Sie lachen, aber Sie lachen vielleicht wegen Ihrer eigenen Reaktion, ist es möglich? Ist doch so, das erste Kind, man hat keine Ahnung, was jetzt da mit diesem Kind machen soll. Man wurde ja nicht auf das Leben vorbereitet in der Gesellschaft, sondern auf das Funktionieren der Wirtschaft. Und dementsprechend weiß man ja nicht so, Jesus Gott, was hat das? Ich kann mich erinnern an meine Tochter, meine Frau, die hat es erzählt heute noch, ich sei noch nie so langsam im Auto gefahren, wie dazumal, als wir vom Spital nach Hause gefahren sind. Das kann was heißen. Deshalb, Antikörper sind kein Schutz, es ist nur ein Surrogatmarker, es ist eine Ersatzmessgröße. Und deshalb, das habe ich schon gesagt, lustig ist, wenn ein Kind trotzdem genügend Antikörper hat und es erkrankt dennoch, dann gibt es die sogenannten non-protektiven Antikörper. Das heißt, das sind die Antikörper, die nicht schützen. Was der Unterschied ist zwischen schützenden und nicht schützenden Antikörper, kann man nicht erklären, aber es wird dann einfach so verkauft. Auch eine Möglichkeit. Die Aussage von Professor Heiniger ist folgende, das ist wichtig da unten. Auch muss man wissen, dass Antikörper nur ein Teil der Immunantwort sind, deren Komplexität wir ohnehin nur ansatzweise verstehen oder glauben zu verstehen. Und das ist eine ganz wichtige Aussage, denn man steht immer noch mehr oder weniger am Anfang im Verständnis des Immunsystems. Man weiß heute auch schon in der Forschung, Antikörper sind nicht der Garant für Immunität, das weiß man nur. Man hat keine anderen Möglichkeiten, um Impfungen zu testen. Also hält man so lange an diesem Dogma fest, bis es entweder ein anderes Dogma gibt oder eine wirkliche Möglichkeit oder bis das Ganze zusammenfällt. Mal schauen, was früher kommt. Deshalb die drei Fragen, notwendig, sicher, wirksam. Die erste, wirksam, können wir schon einmal verneinen, ist es nicht. Sicherheit, es gibt keine Kontrollgruppe, das heißt diese ungeimpften Kontrollgruppe, das wird nicht gemacht, müsste aber gemacht werden. Dann eben die Wirksamkeit nur anhand der Antikörper, was ja eben kein Schutz ist. Und Pharmafirmen geben Forschern natürlich Geld, denn solange die Pharmafirmen ihre Studien, das sie auch für die Medikamente selber bezahlen dürfen, solange habe ich einfach meine Vorbehalte. In der Universität Basel wird im Moment eine Studie gemacht, und das läuft jetzt seit etwa 2 oder 3 Jahren. Ziel ist, die Ungefährlichkeit der Impfungen aufzuzeigen. Das ist das Ziel der Studie. Man muss ein Ziel vorgeben. Fast die Hälfte des gesamten Budgets wird von den Impfstoffherstellern bezahlt. Jetzt können Sie sich ausmalen, da braucht es nicht irgendwie Verschwörungstheorie oder so, da können Sie sich ausmalen, in welche Richtung es geht. Weil die bezahlen ja nicht in eine Studie, wo sie danach sagen müssen, oha, jetzt müssen wir die Impfung einstampfen. Also von dem her ist es wirklich so, dass hier leider sehr, sehr viel Geld die Resultate mit beeinflusst. Dann stellt ein Forscher natürlich diese gravierenden Mängel vor. Dann muss er aufpassen, wenn er das veröffentlicht. Die Studienleiter oder die Studienbezahler haben meistens eben auch die Möglichkeit, Resultate vor der Veröffentlichung einzusehen. Und die werden dann auch bestimmen, das kann veröffentlicht werden, das nicht. Es gibt da ganz schöne Studienbeispiele, da reicht jetzt die Zeit nicht, aber es geht um Autismus, Impfung und Autismus. Da gibt es ein ganz wunderbares Beispiel, wie eine Studie, die anfänglich gezeigt hat, eindeutig Zusammenhänge zwischen Impfen und Autismus, so lange verfälscht wurde, bis heute aufgrund dieser Studie gesagt wird, Impfen und Autismus hat nichts zu tun. Dass dieser Forscher vorher, aber dieser Verstraten heißt er, vorher die Studie gemacht hat und heute bei GlaxoSmithKline, glaube ich, arbeitet, also bei einem Impfstoffhersteller, der wurde gekauft. Davon redet heute natürlich die sogenannten Qualitätsmedien natürlich nicht. Eben, und das sind die Honorare und so weiter und so fort, die Wirksamkeitsstudien. Das ist wirklich ein Feld, wo man sagen muss, hier braucht es noch sehr, sehr viel Verbesserung. Das ist in der Wissenschaft selbst auch bekannt, aber es wird viel zu wenig gemacht. Und deshalb
Wahrheit hat nichts zu tun mit der Zahl der Menschen, die von ihr überzeugt sind. Ein Glauben heißt noch lange nicht ein Wissen. Finde ich einfach süß, weil... das waren zuerst die Deutschsprachigen, dann die Englischsprachigen. Das ist eigentlich nicht lustig. Ich weiß nicht, ob Sie ein Kind, ein Kleinkind mit 2 oder 4 oder 5 oder 6 Monaten gesehen haben, das sich gefreut hat über Impfungen. Das Kind versteht nicht, es spürt nur den Schmerz in den Händen einer Geliebten, eines Vertrauenspersonen. Also nur schon diese Impfungen in diesem Kleinkindalter können eben schon auch Traumas hinterlassen, auf der psychologischen Ebene. Und deshalb, ich finde das gut, es wäre schön, wenn sich die Kinder noch mehr wehren würden. Deshalb ungefährlich nein. Die Rückmelderaten von den Ärzten liegt bei 5-10%. Das heißt, 95% von den Rückmeldungen, Nebenwirkungen, werden gar nicht zurückgemeldet. Die kommen gar nicht an die Stelle ran. Und dementsprechend können wir gar keine Zahlen machen. Ist gar nicht möglich. Oder Aussagen. Die Ignoranz ist sehr groß. Ich höre immer wieder, geimpft, gesund, ja, ein wunderbares Kind, schön, alles gesund, jetzt müssen wir noch impfen, dann wird es geimpft am nächsten Tag oder auch kurze Zeit darauf, krank. Und dann gehen die Eltern zum Arzt und sagen, ja, aber Herr Doktor, es war doch da gesund, dann haben sie geimpft und dann wurde es krank, hat das was damit zu tun? Dann heißt es, nein, das ist rein zufällig und hätte auch sonst kommen können. Erstens mal, ich habe noch nicht eruieren können, in welchem Semester an der medizinischen Fachhochschule oder Ausbildung oder Studien, Universität, Glaskugeln lesen oder Karten legen vermittelt wird. Weil das hat doch nichts mit Wissenschaft zu tun, wenn man sagt, es ist rein zufällig. Das hat doch nichts damit zu tun. Richtig gehender Vorgehen wäre, man nimmt alle Faktoren, ja, was ist geschehen, haben Sie irgendwie Stress zu Hause gehabt und so weiter, alle Faktoren. Da gehört auch die Impfung rein. Und dann wird ein Ausschlusskriterium gemacht, das kann es nicht sein, auch nicht. Und am Schluss bleiben vielleicht 3-2 Möglichkeiten noch übrig. Und danach muss geforscht werden. Impfungen werden von vornherein immer ausgeschlossen. Es gibt nicht einen Fall, außer dann, wenn sich die Eltern wehren und sagen, hey Moment, jetzt wird abgeklärt, ob das was mit den Impfungen zu tun hat. Erst dann werden die Impfungen wieder zähneknirschend eingenommen in diese entsprechende Studie. Darf nicht sein, das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Dann natürlich Beipackzettel, und den möchte ich jetzt mal kurz anschauen, aufgrund Hepatitis B, das ist nur einer. Hepatitis B, eine Impfung gegen Hepatitis, da gibt es so die Klassifizierung, ich gehe jetzt da nicht so tief drauf rein. Und wenn Sie jetzt das ansehen, was eben in den Studien erforscht wurde, dann sehen Sie das, ist so Benommenheit, Kopfschmerzen, Übelkeit und so weiter, Appetitlosigkeit, also eigentlich relativ moderate Problematiken. Jetzt gibt es eine Nachuntersuchung, das heißt erst nach dem Einführen und entsprechend, da läuft es eben ein bisschen anders, da kommen dann plötzlich so Krankheiten wie Guillain-Barré-Syndrom, Optica Neuritis, Multiple Sklerose, Arthritis, Meningitis, also massive Erkrankungen. Multiple Sklerose habe ich selbst eine Klientin, wir betreten die rechtlich, die hat aufgrund von der Hepatitis-Impfung Multiple Sklerose erhalten oder entwickelt. Das steht aber erst nach Einführung, nicht vor, sondern nach Einführung. Dass eine solche Impfung noch auf dem Markt sein darf, ist eigentlich sehr, sehr fraglich. Jetzt zu den Inhaltsstoffen noch kurz. In jedem Inhaltsstoff sind 80 bis 100 verschiedene Zusatzstoffe. Die meisten müssen aber nicht deklariert werden, weil in der Produktionsgang nur die letzten Stoffe, die in den letzten Produktionsgang verwendet werden, überhaupt angegeben werden müssen. Was also sonst noch in den Impfungen drin ist, das wissen wir nicht. Das weiß auch ein Arzt nicht, übrigens. Die meisten Ärzte haben keine Ahnung von den Inhaltsstoffen. Dann viele sind reine Nervengifte, das sieht man vor allem an Aluminium. Quecksilber ist ja heute anscheinend nicht mehr drin, wobei das müsste man noch genau untersuchen. Es ist sicher noch in Grippeimpfstoffen drin, die auch in Kinder verimpft werden. Dann haben wir diese ganzen Problematik, das weiß man, dass kurz nach der Impfung bereits
diese Partikel im Blut sind, die bleiben nicht da, wo es eingeimpft wird, sondern die verteilen sich im ganzen Körper bis ins Hirn hinauf. Die kann man also relativ schnell feststellen. Und das Neue, und das ist ein großes Problem, sind die sogenannten Nanopartikel. Früher, oder die Blut-Hirn-Schranke schließt ja das Hirn ab und verhindert zumindest einen Teil Durchgängigkeit für die entsprechenden Substanzen. Die müssen ja fettlöslich sein und sonst müssen sie aktiv hineintransportiert werden. Jetzt gibt es eine schöne Verbindung zwischen Glutamat und Aspartam. Kennen Sie das, Glutamat und Aspartam, die Geschmacksverstärker und der künstliche Zucker? Die haben beide die Fähigkeit, diese Blut-Hirn-Schranke zu durchgehen und haben noch die Fähigkeit, Aluminium mit ins Hirn zu nehmen. Also das heißt, dass wir da eine schöne Verbindung der synthetischen Chemie haben. Und dann ist es natürlich schon ein bisschen fraglich, ich habe das auch in einem Interview gesagt, wenn doch diese Grippeimpfstoffe als Sondermüll entfernt werden müssen, dann sind doch Geimpfte Sondermülldeponien. Logischerweise. Das wurde dann auch so zitiert, aber da gibt es keinen Aufschrei, da kommt nichts. Das ist Sondermüll, ja, ja. Nichts. Das ist einfach die Leute, das ist schlimm, was der gemacht hat. Das gibt es heute zum Essen, was läuft im Fernsehen. Das Problem ist, solange der Kühlschrank noch voll ist und der Fernseher noch flimmert, solange ist das Leben für viele in Ordnung. Ist okay, kann man so machen, aber wir wollen einfach unseren Zwang nicht. Und deshalb auch hier, wir haben diese Autismusrate. Es gibt jetzt dann Ende Jahr gibt es ein neues Buch von uns, Impfen und Autismus, die Zusammenhänge sind da. Die können bewiesen werden, die wurden früher auch schon bewiesen. Aber sie werden einfach mehr einfach unter die Decke gewischt, damit man ja nicht darüber redet. Aber sie sind da. Das ist dieses Buch, das kann man vorbestellen, das gibt es eben Dezember circa. Dann lesen Sie den Beipackzettel, lesen Sie den, verlangen Sie den, auch vom Medikament, weil das müssen eigentlich aufgeklärte Menschen auch machen. Aber fragen Sie nicht Ihren Arzt oder Apotheker, denn der hat auch keine Ahnung davon. Der Apotheker noch eher, aber der Arzt, der hat die Beipackzettel nicht einmal in der Praxis. Ich habe schon öfters gehört, er muss die nachbestellen. Dann sagt er, okay, gut, dann komme ich wieder, wenn Sie den haben. Also unbedingt informieren. Und Heininger hat gesagt, wenn Sie jetzt fragen, warum Nebenwirkungen in einem Beipackzettel stehen, ja, weil es die Allgemeinheit so will. Das ist einfach nur doof. Ich kann es nicht anders sagen, weil es ist eigentlich nur arrogant, überheblich. Das hat nichts damit zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass diese Hersteller sich damit absichern. Also es ist nicht irgendwie einfach nur so ein Wunschkatalog. Deshalb, Wirksamkeit, Sicherheit nicht gegeben, jetzt fragen wir noch die Notwendigkeit. Das haben wir gesehen, die Statistiken, nein, die sind zurückgehend, Hygiene, Ernährung, Sozial und so weiter. Es braucht diese eigentlich nicht. Und auch in den Drittweltländern könnte man viel, viel besser arbeiten, als wenn der Windows-Erfinder Bill Gates da mit diesen Impfungen darunter geht, sondern da könnte man viel besser arbeiten, wenn man denen wieder ein lebenswertes Leben geben würde. Aber das bringt da keinen Umsatz. Und deshalb, die Ängste bei uns sind unbegründet, die braucht es nicht. Das ist eine weitere Grafik, die gehen im Netz umher. Irgendwo hat doch alles irgendwo seinen Ursprung. Deshalb die drei Fragen, wirksam, sicher, notwendig, kann man alle mit Nein beantworten. Jetzt gehe ich noch ganz kurz auf Kinderkrankheiten an. Was sind das überhaupt? Sind die wirklich so gefährlich? Und die wichtigsten Symptome? Die wichtigsten Symptome sind entsprechend Hautausschläge, Fieber bei den meisten. Und diese haben eine Berechtigung, diese Krankheiten. Ich komme danach zurück. Was aber das größte Problem ist, der in unserer Zeit ist, die Angstmacherei. Es gibt kaum ein Gebiet, wo keine Angst gemacht wird. Versicherung, Sicherheit. Jeder braucht Überwachungskameras und so weiter und so fort. Andrew, yesterday evening. Gestern hat mir Andrew aus Neuseeland, wir saßen am Tisch und ich mit meinen kleinen Englischkenntnissen habe so viel verstanden, dass ein Neuseeländer aus einem Ort, aus einem größeren Ort, wo eine relativ große Verbrecherrate war oder ist, auf einen anderen Teil der Insel gegangen ist, in einen abgeschiedenen Ort und dort nachher ermordet wurde. It's right.
Das heißt also, im Prinzip, wir können davonlaufen von der Sicherheit, aber die Angst, die kommt mit. Das heißt, je mehr Angst wir haben, desto mehr ziehen wir das auch an. Und das ist ein großes, riesengroßes Geschäft. Und deshalb, die Angst kann entsprechend auch eliminiert werden, wenn wir eben entsprechende Grundlagen nehmen, das ist ein vernetztes Denken. Das ist auch die Feinstofflichkeit. Für mich ist nicht eine Frage, ob es die Feinstofflichkeit gibt, sondern für mich ist eine Frage, gibt es die Grobstofflichkeit? Weil die gibt es nämlich, wenn es keine Feinstofflichkeit mehr gibt, nicht mehr. Unser Körper löst sich auf, sobald wir rausgehen. Dann ist Situation, die Gefühle, die Intuition, ganz, ganz wichtig, das Bauchgefühl. Da draußen liegt ein Buch von Professor Gigerenzer, Bauchentscheidungen. Eine Umfrage bei hohen Wirtschaftskapitänen hat gezeigt, dass über 50% der wichtigen großen Entscheidungen von diesen Wirtschaftskapitänen aus dem Bauch gefällt wurde, nicht aus dem Kopf. Und das zu wissen ist sehr wichtig und deshalb die Männer sind eher Kopf, Frau eher Bauch und dementsprechend eine gute Mischung zwischen Mann und Frau braucht es, Denken und Fühlen. Weil wir haben heute Denken, männliche Welt und was daraus wird, sehen wir ja. Medizinisches Wissen ist nicht schlecht, wenn das auch dabei ist. Kann man sich auch autodidaktisch aneignen, bis zu einem gewissen Punkt. Es braucht nicht bis ins Detail alles zu wissen. Bisherig erhaltenes und erarbeitetes Wissen aus allen Bereichen, der gesunde Menschenverstand, ganz wichtig. Und die Vernunft, auch Vernunft. Wenn ich sagen würde, jede Impfung schädigt jedes Kind, dann sage ich einfach etwas Falsches, weil das ist nicht so. Aber die Gefahr ist größer vom Impfen als vom Nichtimpfen. Deshalb unsere Gedankenkräfte, unsere Emotionen und so weiter, die verändern unsere Gene. Die Gene sind nicht fix, sondern die verändern unsere Gene. Das weiß man heute, da gibt es mehrere Forschungsrichtungen schon. Joachim Bauer, ein Biologe, hat dies in einem Buch, das kooperative Gen, sehr gut, sehr deutlich dargestellt. Nichts mit Impfungen, überhaupt nicht, sondern einfach, wie verändern sich die Gene, auch in diesem Zusammenhang mit unserem Stress und so weiter. Deshalb, wir sind genauso fest im Griff der Angst, wie wir Vorkehrungen dagegen treffen. Und ganz wichtig ist die Erkenntnispraxis, alles, was mit Angst, Druck oder Zwang daherkommt und den freien Willen zu unterwandern versucht, muss sehr kritisch hinterfragt werden. Wenn also ein Arzt sagt, ja, Sie müssen impfen, weil wenn Sie nicht impfen, dann sind Sie fahrlässig gegenüber Ihrem Kind und so weiter. Das ist Angstmacherei, Druck und Zwang. Und wenn jetzt die Behörden noch kommen, eben mit dem ganzen Impfzwang, dann haben wir dieses voll erfüllt. Und deshalb, sobald jemand mit Druck auf mich zukommt, dann reagiere ich meistens anders, als was er eigentlich gerne hätte, wie ich reagieren soll. Ich lasse eigentlich normalerweise keinen Druck aufsetzen. Angst ist die Angstmacherei vor den Krankheiten, Druck wegen sozialer Verantwortung und eben der Zwang per Gesetz. Und gegen den freien Willen ist auch oder heißt auch gegen, bei uns gegen die Bundesverfassung in EU übergeordnet gegen die Menschenrechtskonvention. Die schreibt fest, jeder Mensch hat entsprechend selbst Entscheidung für seinen Körper. Das alles wird unnötig durch Wissen. Wir brauchen das Wissen, denn Glauben ist Mangel an Wissen. Aber wir brauchen auch einen Glauben, um überhaupt ins Wissen zu gehen zu können. Denn wenn ich glaube, dass draußen kalt ist, dann glaube ich es. Und wenn ich es wissen will, dann muss ich aufgrund meines Glaubens raus und schaue, draußen ist kalt oder eben nicht. Also von dem her, es braucht es, aber man darf nie auf dem Glauben stehen bleiben, da wo es möglich ist, Wissen anzueignen. Deshalb die Krankheiten, die Symptome, meist wird das einfach falsch verstanden. Das ist das Problem in der Schulmedizin. Jedes Symptom ist schlecht. Kann man das lesen? Ja, auch ganz hinten? Nein. Sie sind aber nicht Dr. Krause. Stimmt, aber unser Ergebnis läuft in etwa aufs Gleiche hinaus. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, ein großer Anteil ist leider iatrogen. Deshalb, die Symptome sind Sinn und wertvolle Symptome. Das braucht das Fieber. Fieber ist keine Krankheit, sondern Fieber ist eine Hyperaktivität des Organismus. Und normalerweise schadet Fieber auch nicht. Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass Fieber überhaupt schadet.
Ein Fieberkrampf gibt es normalerweise nicht bei Kindern, die auch fiebern dürfen. Mein Kleiner hat schon mal auch Fieber gemacht, wir haben nie gemessen, wieso auch, wofür auch. Er hat geschlafen, am nächsten Tag war es vorbei. Und auch die Hautausschläge, die Haut ist ein Reinigungsorgan, da kommt etwas von innen nach außen, es will raus. Und wenn wir dann mit zinkoxidhaltigen Salben draufgehen und diese Pustel unterdrücken, dann schiebt sich das zurück in den Körper. Und dann müssen wir die Probleme rechnen, Hirn und Schleim, also Hirnhäute und Lungenhäute. Bei Masern zum Beispiel eben diese Meningitis. Dann auch die psychischen Veränderungen. Es wurde eine Umfrage gemacht, unbekannt, die haben das nicht beobachtet, fast die Hälfte, aber 40% haben gesagt, ja, mein Kind hat danach besser geredet, besser gelaufen, ruhiger, ausgeglichener und so weiter. Und dann nur ein kleiner Teil hat gesagt, nein, wir haben nichts bemerkt. Diese Bücher bringen Ihnen viel mehr in diesem Zusammenhang. Eben, die Zeit, ich habe jetzt schon Ihre Fragerunde angekratzt, aber ich mache jetzt trotzdem noch weiter. Diese Bücher bringen Ihnen noch viel mehr Informationen auch. Das ist mir noch ein wichtiger Punkt. Wir haben da im Zusammenhang mit Ebola haben wir etwas entdeckt. Da draußen liegt auch ein Flyer, die genetischen Impfungen. Es gibt bereits gentechnisch hergestellte Impfungen, zum Beispiel die HPV- und die Hepatitis-Impfungen, die sind gentechnisch hergestellt. Das heißt, der Erreger wurde im Labor erzeugt, einfach gesagt. Die genetische Impfung ist was anderes. Da werden Affennieren genommen und es werden Ebola-Virenbestandteile in diese neutralen Affenviren reingetan. Und diese werden nachher im Körper eingeschleust, eingeimpft. Normalerweise haben die Viren nicht die Fähigkeit, in die Zelle zu gehen, sondern die Zelle braucht oder muss eine aktive Funktion machen, um die Viren reinzuholen. Diese Viren haben aber die Möglichkeit, in diese Zellen reinzugehen und verändern da unsere DNS. Das heißt, sie verändern die DNS der Zelle so, dass diese Zelle danach quasi diese Eiweißmoleküle, die man Antikörper gegen Ebola nennt, zu produzieren. Verstehen Sie, was ich meine damit? Das heißt, das ist im Prinzip nichts anderes als Genmanipulation und das schon ab 2 Monaten, weil die Impfungen, die Inhaltsstoffe, es ist bekannt, dass diese Probleme machen. Aluminium, die Pharma ist stark, wirklich verzweifelt schon fast, am Ersatz am Suchen, nur sie finden nichts. Das, was sie bis jetzt gefunden haben, hat noch mehr Nebenwirkungen. Sie brauchen einen Ersatz und das ist diese Vektor- oder genetischen Impfungen. Die gibt es schon länger, die werden aber noch nicht beim Menschen angewendet, offiziell. Aber das ist Genmanipulation und das ist ein ganz gefährlicher Schritt. So, es gibt kein Nullrisiko, unmöglich, gibt es nicht. Wir wissen nicht, was morgen ist. Wir können es hoffen oder auch voraussehen, unsere Erfahrung zeigt, dass wir morgen nochmal aufstehen können und so weiter, aber sicher ist es nicht. Jetzt ist es aber Frage, wie schätzen wir das Risiko ab? Ist das Risiko gefährlicher, zum Beispiel nicht zu impfen oder zu impfen? Also mit anderen Worten, wir können nie sagen, impfen ist sicher, nicht impfen ist nicht sicher. Sondern wir können nur sagen, ist impfen sicherer oder eben nicht impfen. Und diese Entscheidung, die müssen wir selbst fällen. Die kann uns niemand geben, nur die Fakten, Argumente aus den verschiedenen Ebenen, auch aus der wissenschaftlichen Sicht, kombiniert mit diesen Punkten, die ich vorher aufgelistet habe, kann uns hier eine sehr gute Risikoabwägung auch geben. Denn die Realität ist, es gibt wesentlich mehr kostengünstigere und effizientere Ansätze, um den Menschen gesund zu halten, die Gesundheit zu fördern und so weiter, als Impfungen und Medikamente. Wie gesagt, ich lebe seit über 30 Jahren, also ich habe, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr, ich müsste nachschauen, irgendwann habe ich überhaupt nichts mehr zu mir genommen. Also ich lebe arztfrei und ich bin gesund, hoffe ich zumindest. Ich trage ein kleines Problem aus der Kindheit mit mir, ich war ein sogenanntes Mittelohrentzündungskind, heute trage ich Hörgeräte, weil sich die Ohren dann eben ein bisschen degeneriert haben, aber sonst geht es mir eigentlich gut. Und da gibt es einen Spruch, der heißt, willst du lange gesund bleiben, musst du nur die Pharma meiden.
Wenn ich die Todesfälle in der Schweiz anschaue 2012, dann sind die Infektionskrankheiten hier unten. Ganz, ganz wenig. Also warum setzt man nicht hier bösartige Tumore oder Kreislaufsystem an? Warum setzt man da nicht grundlegend an? Kann man nicht, denn grundlegend würde heißen, man müsste sehr, sehr viel ändern. Ernährung, Medikamente und so weiter und so fort. Also man muss viele Faktoren ändern, um grundlegend ursächlich hier was zu tun. Und da sperrt sich natürlich die Pharma. Deshalb, das Leben ist eine sexuell übertragbare Krankheit, welche nach durchschnittlich 74 Jahren mit dem Tod endet. Vorbeugende Maßnahmen, kurz, Ernährung, Selbstvertrauen durch Wissen, Immunsystem stärken, das hängt ja alles zusammen. Ernährung, Ausgleich, sportliche Betätigkeit, geistig fit bleiben, vielleicht auch Kontakt mit einem Homöopathen, Naturheilpraktiker in erster Linie. Für mich ist das Schulmedizinsystem ist wichtig im Sinne von akuter Krankheiten, wirklich akuter Krankheiten oder Chirurgie. Ich meine, Unfall mit einem offenen Oberschenkelbruch, das wäre Blödsinn, wenn ich da nur mit Kügelchen dahinter gehe. Da braucht es einen chirurgischen Eingriff, aber damit Homöopathie oder so begleiten. Ich habe selber Erfahrungen in dieser Richtung. Ich hatte eine Fußverletzung, 3 Bänder haben wir am Fuß. Eines war gezerrt, das andere angerissen. Dann hieß es, ja, 10 Wochen dieses Stützding und dann Tag und Nacht und dann noch 6 Wochen in der Nacht. Ich habe mir selbst mit Homöopathie und ätherischen Ölen, habe ich mir was selbst gemacht. Ich habe damals unterrichtet, Kampfsport unterrichtet und dann musste ich ja unterrichten, also ich wollte auch wieder. Nach 1,5 Wochen bin ich mit der Stütze auf den Matten gestanden und nach 3 Wochen habe ich wieder voll trainiert. Es geht, es funktioniert. Aber man muss es einfach halt auch nützen. Aber ganz sicher nicht mit Angst. Deshalb nicht vergessen, so ein bisschen Zynismus am Schluss, Mist, habe vergessen, das Immunsystem zu perfektionieren, übernimm du das bitte. Weitere Infos dazu, gesund und fit, ohne Impfen, das ist spezifisch auf die Impfung und das ist ein grundlegendes, sehr, sehr gutes Buch, das gibt es schon seit 25 Jahren, das sind wir jetzt eben die neueste Auflage am Machen. Wenn Sie was brauchen, die Großmutterrezepte, die stehen da drin, die werden ja immer mehr gehen in Vergessenheit, die stehen da noch drin. Also dieses Buch ist ein sehr, sehr wertvolles Buch. Ganz kurz noch zum Gesetz, das ist unterschiedlich, deshalb ich springe jetzt da ein bisschen drüber. Jetzt stresse ich am Schluss noch ein bisschen meinen Übersetzer. Keine gesetzeskonforme Aufklärung, wenn es die nicht gegeben hat, darf man nicht einwilligen ins Impfen, dann darf der Arzt auch nicht impfen. Und deshalb, es braucht die Aufklärung. Bitte nehmen Sie das Fallblatt da draußen, Richtung Gesetz. Und warum nicht aufgeklärt wird, hat mehrere Gründe. Einerseits kann es der Arzt nicht wirklich und andererseits hat ein Arzt mal gesagt, wenn er den Patienten erzählen würde, was alles in den Impfstoffen ist, dann laufen ihm diese schreiend aus der Praxis. Hat offiziell ein Arzt mitgeteilt. Gut. Der Impfzwang, der ist im Aufbau, leider. Man versucht es über den Zwang zu machen, die sogenannten Impfmüden auch zur Spritze zu bewegen. Das ist ein sehr, sehr schlechter Schritt. Das ist ein, ja, etwas, das im Prinzip nicht passieren dürfte, denn die Behörden geben damit zu, sie haben keine Argumente, um uns zu überzeugen. Denn wenn sie die hätten, dann wären wir ja überzeugte Impfer und würden nicht hier stehen, oder zumindest ich und auch ein paar, von denen ich persönlich kenne, weiß, dass sie auch impfkritisch sind und sich impfkritisch verhalten würden. Und es würde nicht immer eine größere impfkritische Gemeinschaft geben. Würde es nicht. Deshalb müssen Sie Gesetze konstruieren. In der Schweiz ist das Epidemiengesetz. Das tritt auf dem 01.01.2016 in Kraft. Und die Hürde für die Einführung des Impfzwanges wird damit sehr viel tiefer gesetzt. Berse sei Dank und Pharma freut sich. Und deshalb, Sie können nur noch mit Angst und Panik kommunizieren. Wenn was steht, das gibt wieder, oder? Einer ist krank, ja, jetzt gibt es eine Riesenepidemie und da sterben wieder, jetzt sterben ja schon 1 von 500 sterben an Masern. Nur weil in Berlin etwas über 500 erkrankt sind, offiziell, es gab viele, die gingen gar nicht zum Arzt, das sind übrigens fast 40%, schätzt man, die nicht zum Arzt gehen mit Masern, zum Glück, und eins starb, also heißt es jetzt 1 zu 500, so entstehen übrigens Zahlen. Und eben, sie haben keine Argumente wirklich.
Die Marketingkampagne in der Schweiz hat 6 Millionen gekostet. Oh, da könnte man sicher Sinnvolleres machen damit. Und deshalb, gegen die Impfmündigkeit gibt es nur eins, die Regressverzicht bei Impfschäden. Das heißt, das wurde übrigens schon verlangt bei einem, den wir auch rechtlich vertreten, da hat die Ärztin ihm einen Zettel geschrieben, hat gesagt, ihr kriegt nur dann das Patientendossier, wenn ihr unterschreibt, dass ihr danach keinen Regress auf uns ergreift. Das ist natürlich sehr, sehr spannend, das hat er nicht unterschrieben, aber es ist spannend, damit sagt die Ärztin, du kriegst das, aber ich habe Scheiße gebaut, aber bitte mach da nichts daraus. So, die Politik, ganz kurz, wirklich nur ganz kurz, WHO wird zu 75% von der Pharma bezahlt, weil die Länder haben kein Geld mehr. Kein Wunder, dass die so agieren. Die Swissmedic verdient an den Medikamentenzulassungen. Das Pharmasystem hat mafiöse Züge, da gibt es das Buch Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität von Professor Gottsche, das gibt es auch auf Englisch, habe ich nur nicht hier auf Englisch, aber das gibt es auch auf Englisch. Und dieses Buch wäre eigentlich Pflichtlektüre für alle Politiker, alle Wissenschaftler. Denn der zeigt auf und sagt da drin, die Mafia, die normale italienische Mafia, könnte von der Pharma noch lernen. Also mit anderen Worten, hier sind schon wirklich Problematiken da. Was tun? Wir brauchen keine Revolution, nicht auf die Straße gehen, das wäre der falsche Weg, sondern es braucht eine innere, eine Volkesevolution. Das heißt, wir brauchen eine innere, eine Bewusstseinsentwicklung. Und wenn wir diese erreichen und mit unserem Tun, dann bricht das Ganze. Denn noch dürfen wir nicht vergessen, wir sind das Volk, wir wählen diese Politiker und wir zahlen auch diese Kosten von denen. Und wenn wir da einfach mal sagen, es gibt auch Ideen in der Schweiz, die Krankenkassenprämien nicht mehr direkt zu bezahlen, sondern auf ein Sparkonto, es gibt auch solche, die sagen, die ganzen Steuern nicht mehr dem Bund und so weiter zur Verfügung zu stellen, sondern auf ein Konto und verbunden mit entsprechenden Maßnahmen. Wenn wir denen den Saft abdrehen, dann gibt es relativ schnell Änderungen. Also auch nochmal, bald beginnt die Fastenzeit, auf was können Sie verzichten? Auf unsere Bundesregierung. Auch kriegen Sie im Internet, also es ist alles da. Deshalb, wir fordern Unabhängigkeit. Die Politik muss diese Forderung durchsetzen. Aber man sagt, die Politik sind wie Tauben. Ist der Politiker unten, frisst er dem Volk aus der Hand. Ist er oben, scheißt er dem Volk auf den Kopf. Wir müssen die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Aufklärung ist notwendig, im wahrsten Sinne des Wortes. Und mit dem Wissen wächst auch der Zweifel. Wissen gibt Kraft, der freie Entscheid muss bleiben. Das ist etwas, das ich mich ganz klar einsetze. Es darf jeder impfen, wenn er will, aber ich will mich nicht impfen lassen und dafür setze ich mich auch ein. Deshalb aufklären, Infos verbreiten, Türen öffnen, Vorträge, Veranstaltungen organisieren. Wenn Ihnen ein bisschen was gefallen hat, was ich heute gesagt habe, solange es geht, komme ich gerne vorbei und so weiter. Es gibt auch andere, die unterwegs sind. Dann während einem Notfall ganz klar ziviler Ungehorsam. Einfach stell dir vor, es ist Impfzwang und keiner geht hin. Klar Nein sagen, egal der Konsequenten, auch ob der Job und so weiter, Quarantäne zu Hause vorbereiten. Denn wenn nur schon 10% der Bevölkerung Nein sagt, sind die Behörden absolut überfordert. Und genau darauf spendiere ich auch. Der eigene Impfentscheid, das ist alles da, das hatten wir schon vorhin. Sie haben die Verantwortung, Sie alleine entscheiden, ob ja oder nein. Und Sie sollten das Wissen für diesen Entscheid auch aneignen. Geben Sie den auch weiter, wenn Sie haben. Sie brauchen kein Medizinstudium. Wenn ich hier stehe und hier ist ein Ecken und ich kann um diese Ecke schauen, ich bin nur einen Schritt vor Ihnen vielleicht, dann kann ich Ihnen schon sagen, was da ist. Verstehen Sie, es braucht nicht irgendwie hier und hier, sondern es braucht einen kleinen Abstand. Die einzige Waffe von Realitätsverweigerern ist und bleibt es, andere als Verschwörungstheoretiker zu bezeichnen. Ein Journalist hat mich mal gefragt, ja, aber dann sind Sie ein Verschwörungstheoretiker. Dann habe ich gesagt, lieber ein Verschwörungstheoretiker als ein Verschwörungspraktiker. So, ich habe ein bisschen überzogen, aber wir sind noch in der Fragezeit drin.
Wie gesagt, es ist da draußen sehr viel Informationen da. Ich stehe gerne auch zur Verfügung. Ich bin bis morgen Mittag noch da, also wenn Sie noch Fragen haben. Wenn Sie jetzt Fragen haben, bitte keine persönlichen Fragen, sondern allgemein Fragen. Denn die persönlich genau das Gleiche wie gestern. Das muss individuell angeschaut werden. Gut, okay. Danke.